Hallo zusammen! Wir freuen uns, euch heute die Neuheiten und Aktionen vorstellen zu dürfen, die ab 1.9.2020 im Fachhandel erhältlich sind. Nachdem wir jetzt gezwungenermaßen eine längere Pause hatten, haben wir heute ein wirkliches Feuerwerk an Neuheiten für euch dabei. Außerdem haben uns unsere Zuschauer geschrieben, dass sie gerne noch mehr technische, detaillierte Informationen zu unseren Produkten haben wollen. Und deshalb habe ich mir heute mit dem Michael Verstärkung mitgebracht. Michael, vielleicht stellst du dich unseren Zuschauern kurz vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michael Losse, ich bin gewerblicher Anwendungstechniker der Firma Bosch. Ich mache den Job seit über 20 Jahren, habe vorher ein Handwerk gelernt, bin staatlich geprüfter Techniker und habe die Meisterschule besucht. Ihr seht also, wir haben einen wirklichen Experten dabei und in dem Sinne würden wir auch schon starten. Wir haben heute sehr viele spannende Produkte für euch dabei. Unter anderem unsere Biturbo-Technologie. Hier zeigen wir euch die neuen Produkte, nämlich die GKT 18V52 GC, unsere neue Hochleistungshandkreissäge, die GKS 18V68 GC, unsere neue Biturbo-Kappsäge, die GCM 18V305 und natürlich auch noch unseren neuen Winkelschleifer, den GWS bzw. GWX 18V15C. In dem Sinne, auf los geht's los und wir starten mit dem ersten Produkt, der GKT. So, doch bevor wir zur Tauchsäge GKT 18V52 kommen, Michael, was ist eigentlich diese Biturbo Brushless Technologie? Kann ich euch gerne erklären. Dazu habe ich hier einen Koffer mitgebracht, da sind so einige Teile drin. Hier haben wir einen Standard Brushless, also bürstenlosen Motor. Den haben wir sehr oft verbaut. Der ist in vielen Elektrowerkzeugen, Akkugeräten drin. Und der liefert eine gewisse Energie. Diese Energie liefert in der Regel der Standardakku, den wir haben. Das ist einer 18-Volt-Akku mit den Zellen 18650. Das sind die Zellen. Die liegen hier entsprechend drin. Und die können jetzt eine gewisse Energie liefern, die der Akku gut verarbeiten kann. Jetzt haben wir aber seit einiger Zeit die neuen Proco 18-Volt-Akkus. Diese Proco 18-Volt-Akkus haben größere Zellen. Das sind die 21700er-Zellen. Die haben eine größere Oberfläche, können also wesentlich mehr Leistung abgeben, die der Motor gar nicht mehr verarbeiten kann. Und deswegen haben wir jetzt hier einen neuen Motor entwickelt. Der ist natürlich wesentlich größer und hat eine wesentlich höhere Leistungsaufnahme als der herkömmliche. Sodass wir jetzt mit diesen neuen Akkus die Leistung bis zu 1800 Watt in die Maschine aufs Material umsetzen können. Danke, Michael. Und jetzt kommen wir zur neuen Akkutauchsäge. Ich habe verstanden, Biturbo-Technologie, wir haben besonders viel Leistung mit einem Akku. Das trifft sicherlich auch auf diese Tauchsäge zu. Außerdem hat man mir gesagt, wir machen besonders gut wandnahe Schnitte, also diese Schattenfugenschnitte. Und außerdem haben wir hier eine besonders kompakte Bauform, weil wir ja mit dem einen Akku auskommen. Mhm. Was gibt es denn sonst noch zu dieser Akkutauchsäge zu wissen? Gut, gehen wir auf den einen Punkt ein mit dem randnahen Schneiden. Wir haben also hier die Möglichkeit, wenn hier eine Wand ist, bis zu einem Zentimeter Abstand zu realisieren. Das heißt, wir sind nicht ewig weit weg von der Wand, sondern ziemlich randnah mit einem Zentimeter. So, hier als Tauchkreissäge müssen wir mal herleiten, wo wir herkommen. Wozu setzt sich so eine Tauchkreissäge ein? Hauptsächlich, um Plattenmaterialien zu bearbeiten. Diese Plattenmaterialien sind in der Regel so zwischen 15 mm bis 42 mm stark, hier und da selten auch mal stärker. Jetzt habe ich hier ein 140er Sägeblatt. Mit dem 140er Sägeblatt ist das in der Regel nicht umzusetzen. Wir haben hier aber ein Exzentergetriebe. Dieses Exzentergetriebe haben wir erstmaligs bei der GKS 55 Plus eingesetzt. Dieses bedeutet auch das Plus, sodass wir insgesamt 8 mm tiefer setzen können. Das heißt, das Sägeblatt setzt 8 mm tiefer an, sodass wir jetzt hier mit dem 140er Sägeblattdurchmesser eine Schnitttiefe von 52 mm ohne Schiene und 46 mm mit Schiene realisieren können. Ansonsten ist sie natürlich auch führungsschienentauglich. Für die gängigsten Führungsschienen, für Bosch und weitere,
sodass wir die meisten Führungsschienen hier mit der Säge eben auch bedienen können. Ansonsten haben wir hier natürlich eine schöne Schnelleinstellung. Jetzt doch mal aufpassen, die Skala, die wir hier haben, bis 46 mm, die ist ausgelegt für Schnitte mit Schiene. Und die 52 unten eben, wenn ich ohne Schiene mal weiter arbeiten möchte. Weiterhin haben wir natürlich auch unser Display. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über das HMI, über das Interface, verschiedene Geschwindigkeiten einzustellen. Zum Beispiel, wenn ich Aluminium schneide, habe ich ein anderes Blatt drin, das eine andere Drehzahl erfordert. Und hier habe ich die Möglichkeit, das eben optimal aufs Material einzustellen. Kommen wir nun zur neuen Handkreissäge, der GKS 18V68GC. Michael, als ich die daheim ausgepackt habe, sind mir gleich zwei Dinge aufgefallen. Zum einen das brachiale Sägeblatt mit der Schnittleistung, aber auch hier dieser Handgriff, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Rennlenker, als wenn dir die Säge gleich wegrennt. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, klar, gerne. Ja, wir haben jetzt hier einen umlaufenden Griff, der nicht irgendwo abgeschlossen ist, sondern hier unten wieder endet. Das hat den großen Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt neigen möchte, also einen Gehrungsschnitt mache, dass ich den hier immer noch super im Griff habe, dass ich die Kraft, die ich habe, ideal auch auf die Maschine und aufs Material bringe, dass ich keine Gefahr habe, dass das Gerät wegspringt oder der Schnitt nicht gut wird. Einstellen kann ich das nicht nur bis 45 Grad, sondern auch bis 50 Grad in der Neigung. Das ist auch ein großer Vorteil, damit ich mal einen Hinterschnitt machen kann. Ansonsten ist sie natürlich auch führungsschienentauglich. Was sie hier sieht man auch wieder die Farben. Das heißt, ähnlich wie bei der GKT haben wir hier die Möglichkeit, alle renommierten Hersteller an Führungsschienen hier zu bedienen. Ansonsten haben wir hier hinten das Interface. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, je nachdem, welches Sägeblatt, welches Material wir bearbeiten, auch das Sägeblatt und die Drehzahl zu optimieren, damit ich die richtige Drehzahl für das Material auch umsetzen kann. Alle diese Sägeblätter sind blau lackiert. Hat es damit irgendwas auf sich? Ja, Basti, das ist nicht nur eine Farbe, sondern das ist eine Funktionsbeschichtung. Diese Funktionsbeschichtung hat einen Sinn. Und zwar sorgt die dafür, dass wir hier keine Harze oder Öle oder andere Inhaltsstoffe wie Leime bei zum Beispiel Sperrholzplatten oder ähnlichen, dass die nicht am Sägeblatt haften bleiben, sondern eben abgewiesen werden. Das den großen Vorteil hat, dass wir immer ein sauberes Sägeblatt haben und dadurch eben einen sauberen Schnitt. Dieses Blatt, Basti, hat aber auch einen weiteren Vorteil. Das hat nur 1 mm Stammblattstärke und 1,5 mm Schnittbreite. Das heißt, dadurch kriegen wir einen sehr dünnen Schnitt hin, haben also weniger Widerstand im Material und können dadurch wesentlich sauberer, gerader, besser schneiden. Hat aber auch noch einen weiteren Vorteil, die Standzeit des Akkus erhöht sich enorm. Ja, wir haben aber hier noch mehr Sägeblätter, Basti. Und zwar haben wir jetzt hier unterschiedliche mitgebracht. Das ist nur ein Teil, ein kleiner Teil von unserem großen Programm. Wir haben also ein Riesenprogramm, was Kreissägeblätter betrifft. Nicht nur für Akku, sondern auch für Kabelgeräte und auch für Geräte in den Durchmessern, die wir gar nicht im Programm haben. Sodass wir jetzt hier wirklich eine gute Basis haben, um euch die einzelnen Sägeblätter auch einsetzen zu lassen. Ich habe jetzt hier einige mitgebracht, die sind jetzt hauptsächlich ausgelegt für Holz. Das ist die Expert for Wood Linie. Diese Expert for Wood Linie hat mehrere Zähnezahlen, das heißt, wir fangen an mit 24, mit 48 oder hier mit 60. Und wir haben jetzt natürlich den großen Vorteil, dass wir jetzt da materialgerecht arbeiten können. Diese Zähne, die wir hier in diesen Kreissägeblättern verbaut haben, die sind auch aus eigener Fertigung. Diese eigene Fertigung verwendet ein sehr feinkörniges Hartmetall, das sogenannte Mikrotec-Material. Das heißt, das sind sehr feine Hartmetalle, die in ein Segment eingepresst werden. Und je feiner das Material ist, umso weniger Lufteinschlüsse habe ich, umso mehr Masse kann ich in dieses Material pressen. Dadurch erhöht sich natürlich extrem die Standzeit und die Schnittgenauigkeit. Hier habe ich noch mal einen Exoten mitgebracht. Das ist ein Blatt. Ja. Wie viel hat es? Das hat 1, 2, 3, 4, 5 Zähne. Ne? 4 Zähne, schon richtig gezählt. Ne? 1, 2, 3, 4. Genau. So, und eben außenrum gerade.
klar, das ist eigentlich, wie man schon sieht, natürlich nichts für Holz oder Aluminium, sondern das ist eher für weichere, abrasive Materialien, wie zum Beispiel Porenbeton oder auch Gipskarton und ähnliche Materialien, aber auch für Kunststeine, die Schreiner gerne an Oberflächen verwendet. Und das Besondere an diesen Zähnen sind, dass die aus einem polykristallinen Diamant bestehen, das heißt ein PCD. Der ist natürlich von der Haltbarkeit, von der Standzeit wesentlich besser als Hartmetall, sodass wir jetzt hier in diesen abrasiven Materialien, die ich eben genannt habe, eine sehr hohe Standzeit gewährleisten können. Ich habe jetzt hier die GKS 18V-68GC dabei und möchte jetzt hier den 6 cm Schnitt zeigen. Dafür haben wir eben ein KVH hingelegt, ein Konstruktionsvollholz, das auf der Baustelle mittlerweile Standard ist. Und wir den großen Vorteil haben, dass viele Hölzer auf 6 cm basieren und wir die jetzt mit unserer Akku-Kreissäge sauber schneiden können. Sauber bedeutet auch, dass wir idealerweise eine Führungsschiene benutzen. Ich habe jetzt hier die Meter 10, also die 1100er. Wenn die jetzt zu lang sind, die 3,10 Meter, die 3100er, dann habe ich die Möglichkeit, kürzere Schienen mit dem Verbindungselement zusammenzubringen, um dann eben eine größere Schnittleistung zu bekommen. Natürlich möchte ich die auch festspannen. Das heißt, ich lege die an meine Anrisse an, richte sie aus und kann die jetzt mit verschiedenen Varianten spannen. Ich habe einmal eine Schraubzwinge, die ist nur ein kurzer Hub von ungefähr 10 cm und ich brauche wesentlich länger, um die zu fixieren, als mit der Klemmzwinge. Die Klemmzwinge hat einen wesentlich höheren Hub von über 16 cm und ich kann die sauber mit einer Hand von oben einsetzen und bedienen. Was machen wir jetzt? Habe ich jetzt festgespannt, dadurch liegt die eben auch sauber auf dem Material auf. Und jetzt werden wir sägen. Gut aufgepasst, Brille und Gehörschutz. So. Wie ihr seht, haben wir das KVH sauber geschnitten, auch in einer sehr hohen Schnelligkeit, sodass wir das, was wir eben behauptet haben, hiermit bewiesen haben. Und jetzt geht's weiter zum Bastian. Und hier haben wir unseren neuen Winkelschleifer, den GWS bzw. GWX 18V15 als C- oder als SC-Variante. Das Gerät hat eine Leistung von 1500 Watt und ist mit dem User Interface ausgestattet. Das heißt, hier kann der Anwender den gesamten Status der Maschine auf einen Blick ablesen. Michael, ich habe jetzt hier bei uns noch einen Sensor gefunden. Der nennt sich Kickback Control Sensor. Mhm. Kannst du uns dazu was erzählen? Ist der in diesem Gerät auch verbaut? Ja, dieser Sensor ist da tatsächlich verbaut. Das ist nicht das erste Gerät, was den eingesetzt hat, sondern wir haben viele andere Werkzeuge, die eben auch diesen Sensor einsetzen, da wo es Sinn macht. Dieser Sensor, den kennt ihr alle, den habt ihr alle in der Tasche. Der ist im Smartphone auch verbaut. Der sorgt dafür, wenn ihr das Gerät dreht, dass das Display sich mitdreht. Und dieser Sensor sorgt hier dafür, dass die Maschine, wenn die Scheibe eingeklemmt wird, abschaltet innerhalb von Sekunden, sodass jetzt eine Verwendergefährdung gar nicht passieren kann. So, ich würde das auch gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, ich simuliere jetzt das Arbeiten und dann den Rückschlag. Das heißt, die ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit stehen geblieben und wir sehen hier auch im Display, dass es rot leuchtet. Das heißt, wir wissen, dass was passiert. Das Gerät ist jetzt nicht für Stunden ausgefallen, sondern ich mache aus und wir sehen, richtig, wir sehen, es ist wieder grün. Das heißt, es ist hundertprozentig einsatzfähig. Also das war jetzt der Rückschlag, habe ich verstanden. Und jetzt haben wir noch eine Drop Control. Genau. Also, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir arbeiten mit dem Gerät. Das haben wir hier einen arretierbaren Schalter. Wenn wir jetzt ein vergleichbares Kabelgerät haben, das Kabelgerät, wenn das vom Tisch fällt, gehe ich zur Seite, gehe um das Gerät drumherum, ziehe den Stecker und die Maschine ist aus. Beim Akkugerät habe ich keinen Stecker. Das heißt, ich habe hier ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für den Verwender oder für andere Sachen.
So, und deswegen haben wir diesen Job Control mit eingebaut, die dafür sorgen, diese Job Control, der dafür sorgt, dass die Maschine ausgeht, wenn sie runterfällt. Auch das würde ich gerne mal simulieren. So, das heißt, sie bleibt stehen innerhalb von kürzester Zeit. Mir kann also nichts passieren. Wir erkennen, hey, es ist was passiert. Der Drop Control ist ausgelöst worden. Sobald ich wieder ausschalte und wieder anschalte, ist das Gerät eben wieder hundertprozentig einsatzfähig. Super, vielen Dank, Michael. Gerne. Ich habe gesehen, du hast uns hier noch einige Zubehöre mitgebracht. Einige davon sind neu. Könntest du uns die vielleicht auch noch mal zeigen? Ja, ich habe die jetzt hier so ein bisschen sortiert nach Anwendung. Wir haben also hier hauptsächlich die Metallanwendungen. Das heißt, wir haben die Bürsten, wir haben die Fächerscheiben, wir haben die Trennscheiben oder auch die Schrubbscheibe. Jetzt haben wir im Metallbereich eine neue. Die soll eine Alternative zu der normalen Trennscheibe sein. Die ist mit Diamanten bestückt. Das heißt, alles, was ich vorher mit diesen Scheiben gemacht habe, gerade auch im Stahl, im Buntmetallbereich, kann ich die einsetzen und habe eine wesentlich höhere Standzeit als bei der gebundenen Scheibe. Also ein großer Vorteil, ist auch biegesteif, hat einen weiteren Vorteil. Die dünnen, die können schon mal in Extremsituationen mal brechen und den Verwender gefährden. Das passiert natürlich bei einem Stahlkern hier nicht. Dann gehen wir mal nach außen. Jetzt haben wir hier die Diamantscheiben oder auch eine Lochsäge, Diamantlochsäge, die wir einsetzen können. Hier ist eine ohne X-Lock. Ich habe aber das Problem, dass ich hier eine Laufrichtung habe. Und diese Laufrichtung kann ich nicht unbedingt immer einhalten, wenn ich sie falsch rum drauf mache. Das ist beim X-Lock anders. Wir sind hier kodiert. Das heißt, wenn ich die Scheibe wechseln möchte und versuche, falsch rum drauf zu machen, geht das gar nicht. Also X-Lock ist auch noch ein zusätzlicher Vorteil, dass wir jetzt hier die nur in der richtigen Drehrichtung einsetzen können, damit eben bei der Diamantscheibe keine Fehler entstehen können. Ja, ich habe aber noch eine weitere Scheibe mitgebracht. Das ist mein absoluter Liebling aktuell. Und das ist die hier vorne. Das ist das Bosch Multiwheel. Das heißt, wir haben jetzt den Winkelschleifer eingesetzt im Segment Metall, im Segment Stein, Beton. Und mit dieser Scheibe kann ich den Winkelschleifer erweitern in das Segment Holz. Das sind hartmetallbeträufelte Scheiben, die den Vorteil haben, dass ich hier sauber Holz bearbeiten kann. Ich kann also alle Plattenmaterialien bis 26 mm locker damit sägen. Ob das jetzt eine Schalung ist, ob das OSB-Platten sind und. Sodass der Handwerker, hauptsächlich der Dachdecker, da eben kein zusätzliches Werkzeug braucht, um die Materialien zu bearbeiten, sondern kann das mit dem Winkelschleifer aufbauen. Kann natürlich damit keine Möbel bauen, aber die relevanten Schnitte, die ich sonst mit der Stichsäge oder mit der Handkreissäge gemacht habe, in der Stärke, kann ich hier auch mit dem Winkelschleifer machen. Super, vielen Dank für diesen Überblick fürs Zubehör. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Und hier haben wir unsere neue große Akkukappsäge, die GCM 18V305. Michael, mir fällt auf, zum einen der hochwertige Gleitarm und zum anderen diese wahnsinnige Schnittkapazität, sind bestimmt 12 cm. Was kann die Säge denn sonst noch? Ja, du hast die Gleitarme erwähnt. Der große Vorteil dieser Gleitarme ist, dass ich hier mein Werkzeug randnah hinstellen kann. Das hat den Vorteil, dass ich eben nicht so weit das Gerät nach vorne bringen muss, weil die Führungsstangen entsprechend weit nach hinten auskragen. Das hat Vorteile einmal an der Werkbank, aber auch im Montagefahrzeug kann ich randnah die Säge hinstellen. Ansonsten möchte ich auch gerne nochmal die Schnellspannmutter der Kapp- und Gärungssägen erwähnen. Das ist eine Mutter, die wir einsetzen, ohne zusätzliches Werkzeug zu benutzen. Das heißt, ich brauche keinen Schraubendreher oder Sechskantschlüssel, um die Mutter abzumachen. So, damit ich nicht so ins Bild laufe, würde ich mich freuen, wenn du mal die Spindelarretierung hier auf der Seite drückst. So, das rastet ein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Mutter abzumachen, die Unterlegscheibe und das Sägeblatt rauszunehmen, das Sägeblatt zu wechseln und die Mutter wieder aufzusetzen. Festziehen durch die Gummierung geht das ohne Probleme und die Maschine ist sofort wieder einsatzfähig. So, jetzt wollen wir mal den Akku reinmachen
Und hier macht es Sinn, den 12-Amperestunden-Akku einzusetzen. Hier halte ich den Akku nicht fest in der Hand, sondern ich habe den an der Maschine. Ich brauche ihn also nicht tragen. Also spielt das Gewicht hier keine Rolle. Ich setze den hier ein und bin jetzt einsatzfähig. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier oben am Interface auch meine Drehzahl einzustellen, um zum Beispiel mit einem Aluminiumblatt Aluminium zu sägen. Dazu brauche ich eine andere Drehzahl und die kann ich hier entsprechend einstellen. Und ich habe noch den Vorteil, dass ich die Laserlinie mit dem Andruck und das Licht auch aktivieren kann. Das heißt, wir haben hier die Laserlinien und das Licht nur dann, wenn ich den Knopf leicht betätige. Es geht in der Regel so nach 10 Sekunden wieder aus, sodass wir hier keinen Energieverlust des Akkus dauerhaft haben. Zusätzlich zu den B-Turbo Brushless Produkten bekommen wir noch weiteren Zuwachs in der 18 Volt Cordless Concept Familie. Zum einen haben wir hier unseren neuen Gradschleifer, den GGS 18V10 SLC. S steht in diesem Fall für das User Interface, weil er regelbar ist, L für den langen Hals und das C für Connected. Michael wird uns hier später noch eine Anwendung dazu zeigen. Dann haben wir auch noch unseren Topseller, den Bohrhammer GBH 18V20, jetzt neu 21 überarbeitet. Hier vereinen wir das Beste aus zwei Welten, weil das Gerät bekommt jetzt einen modernen, hochwertigen EC-Motor. Dadurch hat das Gerät zum einen mehr Leistung und ist gleichzeitig auch noch kompakt und leicht und damit ideal für euren Einsatz. Hier haben wir unser neues 18 Volt Ladegerät, das GAL 18V6-80. Mir sagt es, es ist ein 18 Volt Ladegerät mit in Summe 6 Lademöglichkeiten. Das Gerät bietet dabei 8 Ampere Ladestrom. Michael, ich habe da mal eine Frage. Lädt das Gerät jetzt alle Akkus gleichzeitig oder wie funktioniert das genau? Wir haben hier Pfeile abgebildet. Und der erste, den ich eingesteckt habe, der wird zuerst geladen. Und die weißen Pfeile, die hier zu sehen sind, sagen uns, dass wir jetzt in dieser Richtung alle Akkus nacheinander bis zu 80% aufladen. Weil die Ladezeit bei 80% sehr schnell geht. Die letzten 20% aufgrund der Akkutechnologie werden langsam und schonend geladen. Das heißt, die Akkus sind nach kurzer Zeit zu 80% wieder einsatzfähig. Und wenn ich sie dann noch nicht benötige, kann ich sie drin lassen, um dann nacheinander wieder zu 100% zu laden, sodass wir da eigentlich eine gute Kompromiss haben, gute Kombination zwischen Vollladen und Einsatzbereitschaft. Vielen Dank, so, Michael. Gerne. Wir haben jetzt hier einige Unterschiede. Wie der Name schon sagt, 23 bedeutet 23.000 Umdrehungen. Diesen setze ich ein, hauptsächlich bei Fräsern, Einsatzwerkzeugen mit einem kleinen Durchmesser, um eben die Drehzahl in der Anwendung besser richten zu können. Dieser hier hat 10.500 Umdrehungen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine geringere Drehzahl als der Kollege. Dafür haben wir die Möglichkeit, Einsatzwerkzeuge mit einem großen Durchmesser einzusetzen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, wir sehen jetzt hier einmal die Auslaufbremse. Und was ich euch auch noch mitgeben möchte ist, ich habe jetzt hier wirklich feste gedrückt. Und ich kann jetzt hier auch richtig gut drücken. Das hat den Vorteil eben, aufgrund dieser geringeren Drehzahl als bei denen, 23.000 Umdrehungen, habe ich eine andere Untersetzung als 10.500 Umdrehungen. Und dadurch habe ich jetzt hier die Möglichkeit, wirklich immense Kraft auszuüben, ohne dass das Gerät in die Knie geht. Und nun sind wir im Thema Messtechnik. Hier haben wir einige Produkte der grünen Laserreihe überarbeitet. Das betrifft zum einen hier den GLL 2-15G und den GCL 2-50G.
Was ist neu an den Produkten? Ihr seht es relativ deutlich. Zum einen ist die Gummierung am Gehäuse stärker geworden. Das bedeutet, das Gerät wird robuster und dadurch auch stoßunempfindlicher. Außerdem seht ihr, dass der Schalter, der ursprünglich in der Mitte war, nach oben gerutscht ist. Das bedeutet für dich, dass du den Laser jetzt leichter von oben bedienen kannst, weil du nicht mehr ganz nach unten greifen musst. Und last but not least haben wir auch noch die Stative erneuert. Zum einen hat sich das Design ein bisschen verändert und zum anderen werden auch noch stärkere Magneten verbaut, damit ihr die Geräte besser befestigen könnt.